Hallo Cutinator! Im heutigen Video geht es um Slushy Slime, eine Slime-Variante, die wir in etlichen Videos schon gezeigt haben, aber noch nie selbst gemacht haben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich teste in diesem Video gleich 4 verschiedene Varianten, wie man Slushy Slime machen könnte. Und ganz am Schluss seht ihr dann die Variante, die am besten geklappt hat und die ich euch empfehlen würde, wenn ihr Slushy Slime selber machen wollt. In etlichen Videos online auf TikTok und Instagram wurde ganz klar gezeigt, dass man mit Wasserperlen Slushy Slime machen kann. Deswegen wollte ich dieses Rezept unbedingt probieren. Im ersten Schritt müssen diese Wasserperlen mal mit Wasser angesaugt werden und im nächsten Schritt dann in kleine Stücke zerteilt werden. Dieses Zerkleinern habe ich zunächst mal mit einem Löffel probiert und habe absolut kläglich daran gescheitert. Im nächsten Schritt habe ich es einfach mit einem Deckel probiert und es hat auch nicht funktioniert. Anschließend habe ich es dann mit einem Stampfer probiert, der eigentlich für so etwas perfekt geeignet sein sollte. Aber da sind die ganzen Kugeln einfach, naja, durchgeflutscht und die ganze Geschichte hat sich nicht viel gebracht. Mein Ziel war es schließlich, die ganzen Wasserperlen in so kleine Stücke zu zerteilen. Mit den Fingern hat es gut geklappt. Es hat sich hierbei gezeigt, dass die tatsächlich größte Schwierigkeit an diesem Experiment ist, diese Wasserperlen zu zerkleinern. Man glaubt es gar nicht, aber die sind so klein und flutschen halt einfach aus den Fingern. Also egal, welche Variante ich probiert habe, der Mixer war einfach das Allerbeste. Also wenn ihr das mit dem Mixer machen solltet, achtet bitte darauf, dass ihr unbedingt alle Rückstände von diesen Wasserperlen in den Müll werft und sorgfältig entsorgt und auf keinen Fall einfach runterspült im Waschbecken. Das ist nämlich nicht so klug, die verstopfen sonst vielleicht sogar euren Abfluss. Und natürlich nach dem Mixer richtig gut reinigen, weil ja, Wasserperlen sollte man nicht unbedingt essen. Das Ergebnis von den Wasserperlen im Mixer ist aber wirklich herrlich. Es ist ein Matsch, der ein wenig an Schnee erinnert, aber ein bisschen feucht ist natürlich, weil die Wasserperlen auch noch das Wasser abgeben. Das Tolle ist aber, dass es wirklich diese icy, slushy Konsistenz hat, die man braucht, um diesen perfekten Slime zu machen. Im nächsten Schritt machen wir jetzt 4 verschiedene Experimente. Im ersten Schritt werde ich einen Kleberslime machen, aber bevor ich den Slime mache, das Ganze mit den Wasserperlen vermischen. Und erst im nächsten Schritt gebe ich dann Natron und Kontaktlinsenlösung hinzu. Mir ist schon klar, dass durch das viele Umrühren ein wenig Luftbläschen in dem Slime eingeschlossen sind, aber ganz ehrlich, der Slime ist jetzt so unfassbar weiß geworden, dass es mir schon wirklich Sorgen bereitet hat. Es kann natürlich sein, dass diese ganzen Luftbläschen noch weggehen. Wir werden auf jeden Fall mal schauen, wie der Slime am nächsten Tag aussieht. Doch jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Experiment. Jetzt nehmen wir nochmal einen transparenten Kleber, machen hier einen fertigen Slime und geben erst im Nachhinein den Wasserperlen hinzu. Wenn ihr nicht wissen solltet, wie man Slime macht, müsst ihr unbedingt in unserer Slime-Playlist vorbeisehen. Da haben wir unterschiedlichste Rezepte. In diesem Fall hier ist es das klassische Kleber-Slime-Rezept mit Natron und Kontaktlinsenlösung. Der Slime ist ganz gut geworden, noch ein wenig klebrig und im nächsten Schritt gebe ich die Wasserperlen hinzu. Der Unterschied zum ersten Experiment ist, dass in diesem Fall der Slime schon fertig ist und in den fertigen Slime die Wasserperlen hinzukommen. Ob dieses Experiment glückt, ist insofern interessant, dass man unter Umständen einen Slime, den man zu Hause rumliegen hat, so einfach zu einem Slushy Slime verwandeln kann, wenn das klappt. Auch diesen Slime lassen wir, wenn er fertig ist, wieder 24 Stunden stehen und kommen jetzt zum nächsten Experiment. Wir nehmen jetzt Gesichtsmasken-Slime, den wir mit Wasserperlen vermengen und das Ganze aber vor dem aktivieren, miteinander vermischen. Wie man Gesichtsmasken-Slime macht, erklären wir auch in etlichen Videos. Gesichtsmasken enthalten einfach wirklich auch toll Polyvinylalkohol und jetzt haben wir ein wenig Wasser hinzugegeben, um den PVA-Gehalt ein wenig zu verdünnen. Im nächsten Schritt kommen jetzt aber schon die Wasserperlen hinzu und dann wird der Slime erst aktiviert. Ich war hier besonders neugierig, einfach weil der PVA-Gehalt von Gesichtsmasken ganz anders ist wie von Kleber. Auch hier warten wir 24 Stunden und kommen jetzt zum letzten Experiment, nämlich Gesichtsmasken-Slime fertig machen. In diesem Fall seht ihr hier einen fertigen Slime mit Gesichtsmaske, wo wir jetzt nur noch die Wasserperlen hinzugeben. Da habe ich schon gleich gemerkt, dass sich das Ganze nicht wirklich toll vermengen lässt. Außerdem war es auch recht schwierig, hier irgendwie die Wasserperlen dazu zu bewegen, dass sie an dem Gesichtsmaskenslime kleben bleiben. Also ob das etwas wird, bin ich mal wirklich gespannt. Nach 24 Stunden hat sich nicht genug getan, deswegen dachte ich, doch noch 48 Stunden zu warten, um dann weiterzusehen. 2 Tage nach dem Experiment sehen wir uns mal den Kleberslime mit den Wasserperlen an, der vor dem Aktivieren vermengt wurde. Man sieht, dass das Ganze recht toll transparent ist.
Von der Textur her haben sich ein paar kleine Bläschen auf der Oberfläche gebildet, aber man merkt eigentlich kaum, dass hier diese Wasserperlen enthalten sind. Die Oberfläche wirkt recht glatt. Der zweite Kleberslime, der in diesem Fall mit den Wasserperlen erst nach dem Aktivieren vermengt wurde, sieht schon ein wenig anders aus. Wenn man genau hinsieht, erkennt man einfach die Wasserperlen und die unterschiedlichen durchsichtigen Grade und man erkennt fast die Perlen an der Oberfläche. Das dritte Experiment, wo wir den Gesichtsmaskenslime mit den Wasserperlen vermengt haben vor dem Aktivieren, sieht schon wieder ganz anders aus. Hier sind deutlich mehr Luftbläschen und er ist überhaupt gar nicht transparent. Es hat sich auf der Oberseite eine etwas festere Schicht gebildet und man sieht auch wirklich deutlich, dass irgendwie etwas mit dem Slime vermengt wurde und er nicht transparent ist. Zu guter Letzt der Gesichtsmaskenslime, der erst nach dem Aktivieren vermengt wurde. Der sieht eigentlich aus wie der dritte Slime, hat kaum Unterschiede und auf der Oberfläche sieht man auch einfach eine etwas festere Schicht mit vielen Luftbläschen. Nach dem groben Vergleich geht es jetzt daran, die Slimes zu testen. Zunächst finde ich, sind überhaupt gar keine Wasserperlen so deutlich erkennbar und es wirkt eigentlich wie ein transparenter Slime, der irgendwie eine Art Textur hat. Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich recht positiv überrascht. Auch bleiben die Wasserperlen gut in dem Slime kleben. Kommen wir nun zu dem zweiten Experiment, wo die Wasserperlen nach dem Aktivieren hinzugegeben wurden. Dieser Slime wirkt ein wenig flüssiger, das kann aber daran liegen, dass die Wasserperlen einfach mit der Zeit ihre Feuchtigkeit abgeben und so den Slime ein wenig flüssiger machen. Grundsätzlich ist aber auch noch ganz gut transparent. Ich denke also, wenn jemand einen Slime verändern möchte und Wasserperlen hinzugeben möchte, kann man das im Nachhinein immer noch machen, wenn der Slime klebrig genug sein sollte. Kommen wir nun zu dem Experiment mit dem Gesichtsmaskenslime. Hier hat sich alles schon ein wenig anders verhalten und wirkt ein wenig fester. Obwohl der Slime eine perfekte Konsistenz hatte vor 2 Tagen, ist er jetzt eigenartig schwammähnlich fest geworden. Und noch dazu nicht klebrig genug, um die Wasserperlen in Form zu halten. Also kaum drückt man das Ganze ein wenig zusammen, flutschen alle Wasserperlen hinaus. Und das hat leider absolut gar keinen Sinn. Denn bei einem Slushy Slime, finde ich, sollten die Wasserperlen auf jeden Fall in dem Slime drin bleiben. Das dritte Experiment mit dem Gesichtsmaskenslime, wo dann erst im Nachhinein die Wasserperlen hinzugegeben wurden, ist auch ein wenig anders als die Nummer 3. Es ist ein wenig transparenter, aber man hat dennoch einfach so viele Luftbläschen und kaum drückt man drauf, halten die Wasserperlen einfach nicht stand. Gesichtsmaskenslime ist also nicht so gut dazu geeignet, Wasserperlen hinzuzufügen. Ich glaube, es ist ganz klar deutlich erkennbar, dass man mit Gesichtsmaskenslime das wirklich leider nicht machen kann. Aber natürlich funktioniert super mit dem transparenten Kleber, deshalb konzentrieren wir uns jetzt auf die beiden Varianten mit dem Kleber-Slime. Bevor ich mit den Slimes gespielt habe, habe ich nämlich alle Elemente nochmal direkt miteinander verglichen. Und hier seht ihr die Variante 1, wo das Ganze vor dem Aktivieren vermengt wurde und auch die Variante 2, wo die Wasserperlen erst im Nachhinein zum Kleber hinzugegeben wurden. Und im direkten Vergleich seht ihr jetzt, dass links schon ein wenig transparenter ist. Sprich, mein persönlicher Gewinner ist es, den Kleberslime mit den Wasserperlen vor dem Aktivieren zu vermengen. Jetzt kommen wir schlussendlich zu der allerbesten Variante, wie man Slushy Slime selber machen kann. Ich habe zunächst transparenten Kleber in einen Behälter gegeben. Ich habe hier schon einen großen Fehler gemacht, das habe ich aber dann erst im Nachhinein gemerkt. Denn im nächsten Schritt wollte ich so viel von den zerkleinerten Wasserperlen wie möglich hinzugeben und habe gemerkt, dass in dem Verhältnis 50-50 das Ganze überhaupt gar nicht klappt, weil man einfach innerhalb kürzester Zeit den Behälter schon gefüllt hat und bei weitem nicht so viel Wasserperlen hinzugeben kann, wie man eigentlich möchte. Ich würde euch also empfehlen, das wirklich in einem größeren Behälter zu vermengen, sodass man wirklich so viele Wasserperlen wie möglich hinzufügen kann. Im nächsten Schritt kommt jetzt das Natron hinzu und wie gewohnt alles wirklich intensiv vermengen, bevor im nächsten Schritt dann die Kontaktlinsenlösung hinzukommt. Hier kann ich keine 100%igen Verhältnisse nennen, aber ihr kennt unsere Rezepte und anderen Videos zu Slime-Rezepten von uns ganz bestimmt und ganz einfach behandeln wie jedes andere Slime-Rezept. Es wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen, alles gleich in einem größeren Behälter zu machen. Deshalb habe ich jetzt den Slime einfach nochmal umgerührt in einen anderen Behälter, um ihn dort einzufärben. Die Oberfläche ist angenehm fluffig und ich finde, dass für einen Slushy Slime eine leichte blaue Farbe absolut notwendig ist.
Je nachdem, welches Slushy man machen möchte, kann man natürlich die unterschiedlichsten Farben hier miteinander vermengen. Ich finde aber allein das Erlebnis, das Ganze einzufärben, super beruhigend. Es ist interessant, wie die Wasserperlen einfach immer wie eine Art Eiswürfel dazwischen sich bewegen und das Ganze farblich verändern. Die Konsistenz des Slimes ist wirklich traumhaft. Man sieht, dass hier natürlich ein paar Wasserperlen sich auch bewegen, wenn man damit spielt. Aber ich finde, dass es bei weitem ein besseres Ergebnis ist, als wie das mit den Gesichtsmasken. Im nächsten Versuch habe ich dann wirklich gleich von Anfang an richtig gemacht, den Kleber in einen großen Behälter gegeben und im nächsten Schritt super viele von den verkleinerten Wasserperlen hinzugegeben. Im nächsten Schritt dann auch schon Natron vermengt und alles wirklich gut umgerührt. Ich finde, dass man dann aufgrund der Wasserperlen wirklich noch deutlicher und intensiver verrühren sollte. Ganz einfach, weil sie wie Eiswürfel sich in der ganzen Masse untermischen, man sie gar nicht sieht und man dann einfach nicht weiß, wie gut man Natron und Kontaktlinsenlösung miteinander vermengt hat. Das Risiko hier alles zu überaktivieren, dass es zu fest wird, ist also wirklich groß. Geh auf Nummer sicher und verrühre alles wirklich intensiv, bevor du noch mehr Natron hinzugibst. Im nächsten Schritt kommt jetzt eine Lebensmittelfarbe hinzu. Lebensmittelfarben kann man essen, werden ja auch schließlich für Lebensmittel verwendet. Ich war dann aber wirklich etwas irritiert, dass in diesem Produkt tatsächlich oben steht, dass es genetisch modifizierte Organismen enthält. Das lässt mich ein wenig zweifeln. Ich glaube nicht, dass ich dieses Produkt jemals zu mir nehmen werde oder essen werde. Zum Basteln reicht es auf jeden Fall aus. Also passt bitte auf, wenn ihr Lebensmittelfarbe kauft und es essen wollt. Ich finde, dass es super beruhigend ist, vor allem hier diese Slimes einzufärben. Es ist einfach so interessant, wie es eine Art Eiscreme-ähnlichen Look hat und langsam diese Farbe einfärbt. Es macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß, diese Slimes so selber zu machen. Wenn man sie dann noch stehen lässt für ein, zwei Tage, dann gehen wirklich noch alle Luftblasen raus. Wobei ich finde, dass es auch schon so wirklich toll aussieht. Ein Phänomen, das man hier auch sieht, ist, dass die Farbe sich deutlich verändert, wenn man an dem Slime zieht. Das ist etwas, was ich bis jetzt immer nur bei gekauften Slimes gesehen habe, dass einfach die Farbe, wenn es zusammengedrückt ist, dunkel ist und sobald man es auseinanderzieht, heller wird. Das farbverändernde Phänomen funktioniert natürlich auch bei dem blauen Slime. Ich finde, dass das Experiment wirklich toll gelungen ist. Es hat mich auch gefreut, mal alle Varianten durchzuprobieren. Ich hoffe, es konnte euch helfen. Habt ihr vielleicht irgendwelche Slimes oder andere Experimente, die wir testen sollen? Dann schreibt bitte unten in die Kommentare, was ihr findet, was wir unbedingt nachmachen sollten. Vergesst natürlich auch nicht, uns auf TikTok zu folgen. Mir unter Lisa Sophie Thoma und Joanna unter Macaroon. Und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal hier zu abonnieren. Und ich schicke euch ganz, ganz viele Küsse. Wir sehen uns im nächsten Video.